Oh mein Gott, ich habe jemanden in der Rutsche gefunden. Oh mein Gott, Digga. Nicht schlecht, Johnny. Du hast irgendeinen seltsamen Hautpilz. Ich möchte dich weg aus dem Wasser haben, aber sonst ist alles cool. Ey, du dummes Arsch, Digga. Schlammer, ich wusste es. Also, meine lieben Freunde, wir spielen heute eine wunderschöne und klassische Runde Hide and Seek in Minecraft wieder. Aber, meine Freunde, bevor ihr jetzt alle durchdreht und sagt, ich will auf die Whitelist. Wir haben ein neues System für die Whitelist ausgearbeitet. Flex. Der liebe Shotbyte Leon hat uns nämlich ein Whitelist-Plugin geschrieben, was es uns ermöglicht, jetzt ganz einfach Leute zu whitelisten. Wir spielen auf jeden Fall heute hier in einem wunderbaren Schwimmbad, meine Freunde. Das ist doch nicht dem sein Ernst. Also, Digga, ich schwör's dir, bei Gott, es wird, glaube ich, eine der härtesten Runden. Alles klar, Leute. Wir spielen also heute in einem riesigen Wasserpark Hide and Seek. Ihr seht, es ist alles hier abgesteckt. Es gibt ein paar echt eklige Verstecke. Und das Ding hier ist extrem groß, Mann. Wir haben Rutschen, wir haben einen Außenbereich mit Rutschen, wir haben eine Sprunghalle, sehe ich hier gerade. Ich fliege mal ganz kurz durch, Leute. Das ist auf jeden Fall eine echt ganz schöne Anlage hier. Und ich wäre froh, damals gewesen, sowas zu haben. Wir haben ein olympisches Becken mit Sprung. Dann haben wir eine komplette Schwimmhalle da hinten. Dann geht es hier nochmal rüber in den Spaßbereich und sowas. In den Außenbereich, der halt auch mit 40.000 Trapdoors übersät ist, Alter, damit man sich da verstecken kann. Ehre, wir haben Umkleidekabinen, wir haben Saunen scheinbar. Also all in all auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Außenbecken und sowas für Kinder und so. Dann haben wir hier einfach einen leeren Raum, der ist ganz interessant. Nee. Dann ist hier vorne nochmal dieser riesige Spaßbereich, wenn man hier reingeht. Also das ist auch nochmal ganz groß mit einer Grotte und allem drum und dran. Mit ein paar Palmen, ne? Hier im Wellenbad und sowas, wo man rein kann. Ja, Digga, hier sind ja überall Trapdoors. Das ist ja komplett unmöglich, hier jemanden zu finden. Hier ist noch was Wichtiges, was wir niemals vergessen dürfen. Guck mal. Oder was? Was denn? Ui. Alter. Das ist ja gebaut in einem Tag. Extra Yorkshire, Alter, Digga. Schreibt mal Yorkshire auf Instagram, wenn ihr mitmachen wollt, Leute. Eine ganz geile Nummer. Yorkshire mal wieder hier back am Start. Hier ist der Instagram-Name, meine Freunde. Den könnt ihr auf Instagram schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Der freut sich darüber, ganz sicher. Ich würde sagen, Leute, wir, nachdem wir gewidestet haben, sehen wir uns gleich mal wieder. Bis denn. Oh. Junge. So viel habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich OP bekommen? Okay, die Whitelist wurde hinzugefügt. Die Whitelist ist voll an der Stelle, meine Freunde. Das hat sehr gut funktioniert und jetzt kommen alle drauf. Oh mein Gott. Hey, Junge. What the fuck? Wie krass, dass das direkt so funktioniert. 50 Leute direkt drauf. Kardashian hat es geschafft. Okay, Leute, dann starten wir jetzt Hide and Seek im großen Aquapark an der Stelle hier, Leute. 100 Spieler. Wahnsinn, die hier heute Hide and Seek spielen an der Stelle. Tobi, öffne in 3, 2, 1 und versteckt euch. Let's go, raus mit euch. Haut alle ab. Leck mir am Arsch, geh raus hier. Dann würde ich sagen, Leute, wir suchen in 3, 2... Game Mode 1, meine Freunde, und wir fangen sofort an, okay. Tobi, machst du die Außenbereiche? Ich habe den ersten gefunden. Der erste hat sich richtig schlecht versteckt, guck mal hier. Elite LOL, das ist wirklich wack, Alter. Elite LOL, es tut mir leid. Der läuft einfach gerade aus. Und ab dafür, Elite LOL, du bist raus. Das war wirklich zu wild an der Stelle hier. Oh, Bro, Alter, wer bist du denn hier? Slash Bun. Fabian Nova, es tut mir leid. Und den Typen hinter dir. Habe ich auch gesehen, Creepex. Ja, die ersten sind immer am einfachsten, ne? Die ersten sind immer relativ leicht. Oh, Junge, draußen sind echt eine Menge Leute, ne? Gurken Gary und Zed No Life sind auch weg. Okay, du musst nicht mit mir reden, Tobi, ne? Also, wenn ich dir eine Frage stelle, musst du auch nicht beantworten, sag ich mal so. Ich rede doch. Hä, ich hab doch geredet. Nee, hast du nicht. Hä, doch, hab ich die ganze Zeit. Digga. Was hast du denn gefragt? Nee, ich sag, draußen sind viele Leute, ne? Ja, sind's. Oh, ja, ganz viele Leute sind Danke da. Für die Interaktion, cool. Das Labyrinth hier, Labyrinth ist, ich kann das Wort aussprechen, Labyrinth scheint soweit clean zu sein. Interessant. Ich dachte, dass sich hier irgendwo ein gewiefter Fuchs versteckt, aber natürlich hat das keiner getan. Ihr wisst ja, dass wir mit den Labyrinthen sowieso immer ganz gut aufräumen tatsächlich. Oh mein daher. Gott, ich habe schon einen für geiles Thumbnail, glaube ich. Ja, hau rein, Alter, mach hin, mal rein hier. So, geil, dann schauen wir mal, ich gehe jetzt mal ins Schwimmbad rein, mein Guter, ja? Weil es sind überall so Regale, die der eingebaut hat, ne? Hey, Digga, diese Trapdoor, hier steht einfach jemand auf dem... Let's Fabs steht einfach auf dem Springbrunnen und springt rum. Ja gut, Let's Fabs ist ein Mod von mir. Den kannst du wegbannen, das passt. Achso, er hat sich hier nicht versteckt. Der steht hier einfach nur, Yorkshire steht hier einfach nur so rum. Okay, alles klar. Bereich scheint zu weit clean zu sein, abgesehen von den beiden Bannern. Oh nein. Bastmann, ich hab dich gehört, wie du gesprungen bist. Bastmann, das war so dumm von dir. Wieso springst du denn runter, wenn ich gerade hier bin, Mann? Ah, Junge. Mal ein bisschen mitdenken vielleicht. Ah ja. Jede einzelne Umkleide wird erst von mir durchsucht hier, Tobi.
Ey, ja, Jim, hier sind Namen, die habe ich noch nie gehört. Lulian, du brauchst nicht neben mir die Leiter hochklettern. Also ich sehe. Tobi, okay. Lass Julian. Julian! Unforgettable auch. Unforgettable! Digga, hier sind so viele Leute noch. Sind die alle draußen? Die sind alle in den Bäumen. Was für Idioten, Alter. Leute, Bäume sind ein echtes Versteck. Da gucken wir immer besonders drauf. Oh, Sura. Es tut mir so leid. Tut mir so leid, Sura Gotom, mit deinem wunderschönen Haus des Geldeskins. Aber so nicht, mein Junge. Boah, ist echt krass. Die ganzen Trapdoors, Tobi, das ist wirklich eine echt miese Nummer, ne? Die werden assi. Aber hier ist noch jemand. Moin. Das Beste ist, Tobi, da war eben einfach jemand, der hat sich nicht mal unter der Trapdoor versteckt, sondern ist einfach nur in so eine Umkleidekabine reingegangen und hat mich angeguckt, als ich aufgemacht habe. Also das war wirklich echt ein schlechtes Versteck. Digga, ist noch einer im Baum. Dieser Lulian ist einfach im Baum neben mir hochgeklettert. Ne, Julian hat, das ist so, der ist unsichtbar, du weißt es nur nicht. Ah. Ja, ja. Aber Julian hat immer erzählt bekommen, er wäre unsichtbar. Guck mal, ich sag ja sogar, ich bin gerade hier und mach alle Umkleiden auf. Also ihr dürft, theoretisch dürft ihr es ja nicht, ne? Aber ich sag mal so, wenn ihr wisst, dass ich gerade in die Ecke bin, dann kann man nochmal losflitzen, ne? Das ist nur so ein kleiner. Mal ein bisschen. Tschuwup. Tschuwup. Okay, jetzt bin ich bin im Schwimmbadbereich jetzt drin, ne? Ist hier noch ein Klo oder was? Okay. Toiletten hier auf jeden Fall soweit clean. Wie viele Leute sind denn da draußen, Junge? What the fuck? Digga, ich schwör's dir, ich hab, weiß nicht, wie viel ich schon gebannt habe, aber locker. Locker eine Tonne. Oh, Leute, ich sehe euch hier durch. Oh mein Gott, krass Versteck aber. Der eine hat sogar einen Wasserskin, Digga. Mach auf, komm hier raus jetzt. Hallo? Junge, lass auf. Komm raus. Hallo? Okay, gut. Slash Bun. Play, es tut mir leid, Alter. Und slash Bun. Okay, also ich habe auf jeden Fall gerade im Schwimmbad schon mal 3 Leute gefunden, Tobi. Ja, ich habe außerhalb schon... Sind schon 30 Ja, toll. Boah, Digga, natürlich ist hier einer runtergelaufen. Okay, also wenn du willst, tippe dich mal kurz zu mir. Hier ist cool. Als ob sich hier keiner runter... Ey, wenn man das zugemacht hätte hier, locker hätte ich da nicht reingeguckt. Locker hätte ich da nicht reingeschaut. Och, Mann. Win, Digga, es tut mir leid. Win, Sissy. Sorry an der Stelle. Oh, nein, ich sehe auch hier wieder... Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Oh, nein, Digga, hier ist noch jemand. Komm mal hier raus, mein Freund. Komm mal hier raus. Komm, schwimm mal raus, Kollege. Schwimm mal raus. Ching, 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 ich stehe hinter dir. Schwimm mal raus hier bitte. Okay, wenn du jetzt nicht wannst, komm jetzt hier raus. Komm raus, Bob. Bob, der Baumeister. Raus jetzt da. Schwimm raus jetzt, Mann. Gut, dann bann ich dich halt weg. Bastian. Oh, Bro, es tut mir so leid für dich. Ah, Digga. GS-Shot, sorry an der Stelle dafür. Manche Leute schaffen es aber auch, sich in den Falltüren so zu verstecken, dass ich sie gar nicht sehe tatsächlich. Also auch nicht schlecht. Okay, so viel auf jeden Fall zu den Kollegen hier. Die sind auf jeden Fall schon mal raus. Ey, ich habe so Bock auf Schwimmbad jetzt, ne? Ey, lass mal machen. Ja. Geht ja nicht. Das sage ich ja, hier ist eigentlich so richtig Lust drauf. Lass einfach ein eigenes kaufen. Oh mein Gott, ich habe jemanden in der Rutsche gefunden. So, sehr gut, jetzt haben wir es geschafft. So, ich habe auf jeden Fall... Den habe ich dir gelassen. Danke. Voll lieb, kein aber. Problem. Ich bin mal hier durch. Boah, scheiße, Tobi, du musst draußen so viele Falltüren noch öffnen, ne? Also ich mache das nicht. Ach so, das ist dann die nächste Aufgabe quasi. Ja, also ich kann das nicht machen. Ich hab Angst vor Falltüren. Oh mein Gott, Digga. Nicht schlecht, Johnny. Du hast irgendeinen seltsamen Hautpilz. Ich möchte dich weg aus dem Wasser haben, aber sonst ist alles cool. Johnny hat sich nämlich so versteckt, Leute, dass man ihn nämlich nicht sehen kann durch seine Beine tatsächlich. Oh, ich bin in die Rutsche rein und da ist nochmal jemand drin. Wie heißt denn du? Oh, Digga, es tut mir so leid. Ah, Digga, Gucci-Shoes. Ah, Digga, Mimi, Gucci-Shoes. Es tut mir wirklich leid. Nein, Bro, wen haben wir denn hier? Fabi-Pilz. Oh, Digga, nicht schlecht, aber nicht gut genug. So, dann gehen wir mal die Treppe hoch zu den Rutschen, Leute. Boah, das war immer so geil, wenn man die Treppen hochgelaufen ist zu den Rutschen, oder, Tobi? Ja, Mann, immer wieder. Man ist so richtig hochgesprintet, weißt du, was ich meine? Ja, abends war man dann also so ganz dead, wild, Digga. 80 Mal diese Treppen hochgelaufen ist. Das war einfach nur geil, und dann immer Stau gemacht in der Rutsche, Alter. Ja. Dann kam irgend so ein fetter Kerl in deinen Rücken rein und dann konntest du nicht mehr laufen für 2 Wochen, oder? Nee, das also ist sowas ist, bei mir nicht. Ist mir auch nicht passiert, nee. Gut, okay, ich rutsche jetzt mal die komplette rote Rutsche runter. Tobi, machst du gleich die blaue? Ich hab keinen Bock, nochmal eine Rutsche zu rutschen. Ich hab Angst vor Rutschen. Hallo, ich bin's, der Rutschenmann. Verpiss dich jetzt. Spannend, hab einen gefunden. Das bin ich, du dämlicher Idiot. Die rote Rutsche ist save. Ja, ab wann wollen wir mit Game Mode 3 machen? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt 44 Leute. Wir haben schon 50 Leute weggehauen. Ja, lass noch ein bisschen was suchen. Wir sind ja gut in der Zeit, sag ich mal, ne? Guck mal hier draußen, hast du hier alle...
Falltüren Bock zu öffnen? Also Bock weniger. Hast du die Umkleiden schon durch? Ja, moin. Die können natürlich jetzt hier über die Bäume Jump-Run-mäßig überall hin sein. Uff, Alter. Big, big uff. Alter, no way finde ich die hier. Fühle mich gerade wie im Schwimmbad, wo man die Falltüren immer aufmacht, um seine Freundin zu suchen. Am Boden. Weil das ist so, stell dir mal vor, es wäre wirklich so, es wäre so saugefährlich, Alter. Tauch aber nicht zum Beckenboden. Warum? Ach, das sind Falltüren, die klemmen manchmal und sperren Leute ein. Warum? Ist so ein Ding. Wir heiden Sieg damals haben wir das gebaut. Hier, guck mal, oben an diesen Traversen. Guck mal, ich bin die Leiter hochgeklettert und hier sind so Gänge durch. Guck mal hier, der hier, hier links. Der stand hier auf so einer Traverse ganz hinten drin. Im Dach drin. Eklig. Digga, dass es sowas gibt, Alter. Oh, jetzt zurückkommen so und alle meine Falltüren sind wieder zu, Alter. Dann raste ich aus. Ey! Du dummes Arsch, Digga! Schlammer, ich wusste es! Ich wusste es, Mann, dass das passiert, wenn ich zurückkomme, dass einer die wieder zumacht. Verpiss dich vom Server! Hör, du Arschloch! Ich wusste, dass genau das passiert! Ja, scheiß Schlammer, Alter. Digga, ja, ich hab ihn gecatcht, Junge. So nicht, Minion, so nicht, Schlammer. Oh, man muss halt immer gucken, ob hier sich irgendwo was bewegt. Katerchen ist immer saugut in solchen Sachen, Mann. Ey, fuck, Mann. Oh mein Gott, hab ich ihn? Ich hab ihn! Lol. Just im Moment. Ah, Katerchen. Ab dafür. Ich hab dich, Digga. Okay, wie viele Leute haben wir jetzt noch? 15. Bei 10 machen wir den Glow an, würde ich sagen. Oder bei 5, ne? Ich hab auch noch einen, Digga. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Bims Felix, Alter. Auch krankes Versteck. Add Cash und wen haben wir hier noch? Okay, Tobi, mach den Effekt an. Jetzt wird rasiert, Alter. Ich bin gespannt, wer das Ding hier gewinnt. Oh, hier im Baum natürlich. Ganz klares Ding mal wieder. Ein ganz klares Ding. Das ist Robin. Einer sneakt in diesen Wänden. Ich glaube, hier in dem Dach ist noch irgendwo einer drin. Nee? Ich habe ihn. Ich habe ihn hier. Ich habe hier noch einen. Das ist nämlich der gute Baumpilz-YouTube. Oreo Agent, Digga. Und jetzt haben... Wir haben noch einen. Mr. Okay, Olli. Mr. Olli YouTube, Digga. Mr. Olli 03. Okay, oh mein Gott, wo hängt der? Wo hängt dieser Typ? Das ist krass. Den werdet ihr nicht finden. Der ist auf einer anderen Map. Wie? Der ist auf einer anderen Map. Auf dem Flughafen beim Schwimmbad. Wow. Natürlich, Alter. Der hat an der Stelle nicht Mr. Olli gewonnen, sondern Baumpilz-YouTube mit seinem Baumskin im Baum quasi. An sich not bad at all, Leute. Das war es auf jeden Fall von Hide and Seek hier im Schwimmbad. Eine maximal geile Runde, Digga. Sehr, 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 sehr spaßig und sehr, sehr geil. Tobi, hat's dir gefallen? Mir, Digga, hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich hab gelacht und gekichert. Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, rein ins Getümmel. Und wir sehen uns die Tage wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Viel Spaß und tschüss.